way, Jerry. 57. 59 is outrageous. Jerry Goldstein wants to see you. And remember, I don't like losing money. Seems we got a problem. We have information that Jan Herzog and the Italians are going to meet in Bitterfeld. So? We think they might try to double-cross us. Well, we knocked politely. Now we gotta break down the door. Also, hat die Treuhand jetzt Auskünfte eingeholt? Über die Turopax? So gut das bei einer Gesellschaft nach Schweizer Recht geht. Herr Gott, ist das Lausigkeit. Also kann ich den Kollegen irgendwelche jetzt irgendwelche Probleme? Aber nein, nein, die Turopax kriegt den Zuschlag. In Berlin verlässt man sich da ganz auf die Empfehlungen der Treuhand-Außenstelle hier. Fein. Also kann ich den Kollegen jetzt... Dieser Unternehmensberater von der Treuhand, der müsste auf unsere Gehaltsliste. Kann ich den Kollegen sagen, dass ihre Arbeitsplätze gesichert sind? Mehr noch, die Turopax will aufstocken. Haben Sie das selbst gehört? Dass die nicht kapieren, dass die Toten mehr wert sind als lebendig. An diesem Abend hat eigentlich alles angefangen. Wir hatten herausgefunden, dass in dem alten Interhotel Leipzig eine Konferenz geplant war. Zwischen Vertretern der italienischen Mafia und dem Drahtzieher des organisierten Verbrechens in Frankfurt. Worum es bei dem Treffen gehen sollte, wussten wir nicht. Darum war ein Kollege von mir in die Rolle des Hotelportiers geschlüpft. Eine Kollegin hatte sich als Zimmermädchen anstellen lassen. Herzog Investments, guten Tag. Ach ja. Wir haben ein paar Zimmer bestellt. Herzlich willkommen. Und Ihren Tagungsraum. Ja. Ihre Besucher warten schon oben. Mhm. Und hier die Suite. Ah ja. Möchten Sie erst auf Zimmer oder? Ja, Zimmer. Ja. 506 bis 8, da lang. Bitte, Herr Herzog. Da waren etliche Anrufe und diese Telefaxe für Herrn Herzog. Na hier? Letztes Mal gab es doch nicht, stimmt's? Ich bin erst seit einer Woche hier. Und vorher? Österreich. Posthotel. Achenkirch. Wir haben sich nicht gerade verbessert. Immer noch kein Aufzug. Wo ist eine Sauerstoffflasche? Herr Gehl, was wollen Sie, Lasky? Das Gutachten über die Deponie, sie ist ordnungsgemäß kanalisiert und den Vorschriften... Wir haben kein Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit Ihnen. Oh, bitte, Herr Gehl. Ihr letztes Gehalt ist auch gepfändet worden. Ich habe ein bisschen Pech gehabt in letzter Herr Zeit. Herr Lasky. Vielleicht könnte ich noch mal mit Herrn Herzog persönlich reden. Wir will nicht mit Ihnen reden. Sehen Sie mal zu, dass Sie Ihre Situation bereinigen. Lasky galt als Spezialist für Müllrecycling. Wir wussten, dass er finanzielle Probleme hatte und die wollten wir uns zunutze machen.
Wir mussten ein Leck finden in der straffen Organisation des Frankfurter Großunternehmers Herzog. Herr Gehl, ein Herr Trampel wartet auf Sie. Da hinten. Ich hatte gehofft, Sie unter vier Augen sprechen zu können, Herr Gehlen. Dr. Meyer ist Rechtsanwalt unserer Firma. Ich habe keine Geheimnisse vor Ihnen. Na schön, da müssen Sie bloß drauf gefasst sein, dass ich ein Freund offener Worte bin. Und ich habe vor, sehr offen zu sprechen. Ich weiß nicht genau, was Ihre Firma bei uns hier vorhat. In die Zukunft investieren. Ach, hören Sie doch auf mit diesen Phrasen. Auch bei uns hat sich inzwischen rumgesprochen, dass mit Giftmühlen Schweinegeld zu verdienen ist. Aber ich werde die Augen offen halten, das verspreche ich Ihnen. Jedes Gutachten, jede Entsorgungsgenehmigung werde ich persönlich überprüfen. Solange ich dem Umweltreferat vorstehe, wird es keine dubiosen Geschäfte geben. Rechnen Sie das auch Ihrem Herrn und Meister da drüben aus. Und noch eins. Ich lasse mich nicht kaufen. Weder mit Ferienreisen nach Mallorca noch mit sonst was. Also geben Sie es auf, versuchen Sie es gar nicht erst. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Haben Sie das Moos? Haben Sie die Papiere? Ich liefere, wenn Sie zahlen. Was genau liefern Sie? Mann, hieb- und stichfeste Beweise für einen Riesenschwindel hier. Sie können mir ja viel erzählen. Soll das aufs Erste oder aufs Zweite dürfen? Doch hin. Schon mal den Namen Turopax gehört? Mm-mm. Schweizer Firma. Hat hier die alte Bitterfelder Chemiefabrik gekauft. Klingelt's bei Ihnen, wenn ich sage, dass die Turopax eine Strohfirma ist? Aber wie verrückt. Dann lassen Sie es mal läuten. Und, Herzog ist dran beteiligt. Der ist immer an allem beteiligt. Der ist nie an nichts beteiligt. Oh, Cognac? Trink nicht. Habe ich mir im Knast abgewöhnt. Für wen arbeiten Sie eigentlich? Sagen wir, für eine weit verzweigte Organisation. Italienische? Polnische? Russische? Spielt das eine Rolle? Hauptsache die Kohle stimmt. Ich selbst leitete die Polizeiaktion, getarnt als Leipziger Taxifahrer. Wir haben ein paar Erkundigungen über diesen Lasker eingeholt. Homosexueller, leidenschaftlicher Spieler. Hat sich offenbar viel Geld bei den falschen Leuten geliehen. Jetzt steht ihm das Wasser bis zum Hals. Nächste Woche will er liefern. Wie viel verlangt er? 100.000 in kleinen Scheinen. Offenbar sind ein paar Wildhüter von der Treuern zu Wilderern geworden. Hast du rausbekommen, was Herzog hier sucht? Der muss was Großes planen. Konferiert mit der Treuhand, konferiert mit der Mafia. Vincente ist im Hotel. Nächste Woche wissen wir hoffentlich mehr. Wie lange soll ich hier noch bleiben? Sobald Herzog abreist. Einen Tag noch, würde ich sagen, dann kündigst du. Und dann ab nach Hause. Erst treffe ich mich noch mit der kleinen Blonden. Habe ich dir davon erzählt, die mit den unglaublich dicken Möpsen. Einfach umwerfend, hochgradig triebhaft. Freundin hat sie auch. Soll ich dich mal mit einer bekannt machen? Nein.
wie Hechtsuppe. Vielleicht kriegen wir nie, was wir wollen. Und nie, wovon wir träumen. Hauptsache, wir kriegen nie, was wir verdienen. Tschüss. Was ist denn los? Wir klingeln dauernd runter, aber keiner meldet sich. Entschuldigung. Wir wollten noch was bestellen. 2 Flaschen Chablis. In den Sitzungssaal? Ja. Ja, schicke ich hoch. Natürlich. Signor Vincenzo, lei non invecchia mai, eh? Sie werden überall nicht älter. No sport, sagte Giorgio. Da hat er Unrecht. Niente sport, diceva Giorgio. Si sbagliava. In Frankfurt sollte uns Lasky die brisanten Unterlagen übergeben. Wir wussten nur noch nicht wo. Zentralhotel Elfriedenstraße, heute Abend um 11. Zimmer ist auf den Namen Schmidt reserviert. Hey, Charlie! Mimi, das Schmuckstück, war ein V-Mann, der den Kontakt zu Lasky hergestellt hatte. Hast du was für mich? Verstehe. Das ist dreckig, verdammt dreckig. Nochmal, du musst mir was verschaffen. Nicht jetzt. Ich dreh durch. Mann, ich denke, wir arbeiten zusammen. Den Deal hab ich gefingert, oder? Halt doch deine Klappe, verdammt nochmal. Du kannst mich doch jetzt nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. Charlie. Charlie. Denk dran, ich hab was gut bei dir dann, Charlie. Du bist der Größte, Charlie, echt. Vergesse ich dir nie. Zentralhotel. Schmidt. Keine Sorge, wir gucken uns da genau um. Schon 22 Minuten über die Zeit. Nee, Mensch. Es langt's. Feierabend. Hotel. Wohin wollen Sie dann? Wir haben hier ein paar Abredungen. Ach, da siehst du, heute kommt ja die Ablösung. Können nicht mal. Soll ich miterzählen? Nein. Mama, warum hat der Nikolaus so einen großen Sack? Keine Ahnung. Weil er nur einmal im Jahr kommt. Also weißt du. Wo ist denn da der Witz bei? Was ist denn hier los? Sie hat einen Wackelkontakt. Warum rufst du keinen Handwerker? Find erst mal einen. Wo lebst du? Musst du noch mal weg? Hm. Wird bestimmt spät. Und plapper nicht jeden dreckigen Witz nach, okay? Okay, Papa, aber wo war denn da der Witz? Vielleicht kriegen wir nie, was wir wollen. Und nie, wovon wir träumen. Hauptsache, wir kriegen nie, was wir verdienen.
Als wir losfuhren, dachten wir, nichts könnte schiefgehen. Alles war genau geplant. Kollegen hatten das Zentralhotel überprüft. Ich hatte das Geld. Und ein weiteres Team sollte von einer gegenüberliegenden Wohnung aus die Übergabe der Dokumente filmen. Gehen wir gleich hoch. Kleine Erfrischung, Ted. Tür zu. Wo sind die Papiere? Unten im Auto. Moment mal, lass die Wärme aus. Ich laufe auch nicht mit so einem dicken Akten auch noch durch die Gegend. Geld habe ich gesehen, jetzt gehen die beiden runter. Ihr Kumpel überprüft das Material, klingelt hoch und ich bekomme das Geld. Erst muss ich sie filzen. Ihren Freund da auch. Oh, bei den Bullen abgeguckt, hä? Stellen Sie sich um. Hände an die Wand. Aber vorsichtig, ich bin kitzelig. Trennen sich? Haben die nicht mehr alle Tassen im Schrank? Polizei ja gern behilflich, aber wenn das immer länger also, dauert... Also, wie wollen Sie haben? Geschlagene 4 Stunden blockieren Sie jetzt schon meine Wohnung. Sterbende Kanone! Was habe ich getan?
Du Scheiße, Jörg. Es tut mir leid. Mein Mann ist verreist. Ich musste erst einen Babysitter. Frau Dr. Brandt ist die zuständige Staatsanwältin. Bist du nicht nach Hause? Hat er ausgepackt? Nein. Komm, Charlie, lass uns gehen. Woher hat er dir auf einmal die Waffe? Ich habe ihn gefilzt. Willst du was trinken? Du bist weiß wie eine Wand. Ich habe ihn gefilzt. Sie nach Hause bringen. Habt ihr Lasky gefragt, warum es bei der Konferenz mit Herzog in Bitterfeld gegangen ist? Ja, natürlich, er weiß nichts. Was will Herzog mit der Bitterfelder Chemiefabrik? Wieso Herzog? Der hat die Schweizer Turopax gekauft. Die Turopax ist eine Strohfirma von Herzog Investments. Wer behauptet das? Na, Lasky. Diese ominösen Belege dafür hat es vermutlich nie gegeben. Lasky wollte doch nur abkassieren. Steckt dieser Scheißkerl Herzog. Das sieht doch ein Blinder mit seinem Krückstock. Möglich. Aber wir können es nicht beweisen. Also vergessen Sie es ganz schnell wieder. Vergessen? Die Typen haben meinen Partner kalt gemacht. Einfach so. Weil er ihnen im Weg war. Einfach so. Und ich soll vergessen, wer das eine Drecksfinger mit drin hat. Gar nichts wissen wir, Charlie. Niemand steht einem so nah wie der Partner. Verheiratet bin ich mit meiner Frau, aber ich lebe mit meinem Partner. Herzog hat überall Freunde, Charlie. So einen kleinen Wald- und Wiesenkriminalisten dreht er durch den Wolf. Bist du in Ordnung? Ja, ja, ich bin okay. Wirklich?
Frische Luft tut mir gut. Ich meine, wegen so einem Vorfall gleich von organisierter Kriminalität reden. Dieser gewaltsame Tod Ihres Beamten, natürlich ist das entsetzlich. Ringsum liegt Polizei auf der Lauer. Organisierte Kriminalität, nur weil die Polizei mit. Staatssekretär, ja, also Kilian, genau, die Beamten haben schwere Fehler gemacht. Die Ermittler fühlten sich sicher. Es konnte niemand davon ausgehen, dass in dem Hotelzimmer eine Waffe versteckt war. Die Aktionen sind natürlich Fehler unterlaufen. Geben Sie ja selbst zu, Höck. Nein, ich habe gesagt. Der Zweifelbeamte hätte sich keinesfalls entfernen dürfen, gell? Aber darum nun gleich von Bedrohung unserer rechtsstaatlichen Ordnung zu sprechen. Also wissen Sie... Wie weit wollen Sie eigentlich in der Wahl Ihrer Mittel noch gehen, Herr Kilian? Polizisten geben sich als Ganoven aus, gründen Scheinfirmen, betrügen womöglich... Der ist ein Geld wert. Staatssekretär Dr. Melbach, Sie sind... Soll die Polizei Sie sind Staatssekretär des Innern, Herr Dr. Melbach. Was muss ich Ihnen da noch erzählen? Organisiertes Verbrechen, das man erkennt, ist schlecht organisiertes Verbrechen. Organisiertes Verbrechen riecht man nicht, das schmeckt man nicht. Das fühlt man nicht genauso wenig wie bei einer... Ich wollte nicht anrufen. Man weiß ja nie. ...Ermittlungsmethoden ist da gar nicht mehr anzugehen. Lasky hat bei Turopax monatelang Geld unterschlagen. Hier. Das ist der genaue Fehlbetrag. Jetzt haben wir das Finanzamt am Hals. Turopax und Herzog Investments werden überprüft. Ob es da irgendwelche Verbindungen gibt. Da gibt es keine Verbindung. Natürlich nicht, aber ich meine... Ich zahle Ihnen ein Vermögen, Doktor, dass da nichts nachzuweisen ist. Falls jemand Appetit bekommt, isst du sie nicht alle allein auf, Jan. Du machst dir zu viel Sorgen, Jan. Lasky brauchte Geld, er hat durchgedreht. Lasky hat nichts im Kopf. Das ist ein kleines Licht, eine Null. Niemals hätte er sowas allein durchgezogen. In den vergangenen Jahren sind Verbrecherimperien entstanden. Hochkriminelle Gruppen, die ihre enormen Gewinne zunehmend in legale Firmen investieren. Also die legale Wirtschaft unterwandern und dadurch immer mehr Einfluss auf unsere Gesellschaft gewinnen. Kommen, müssen alle Abhörtelefone besetzt sein. Rund um die Uhr. Egal, was es kostet. Na, Charlie? Hier von der Schutzpolizei. Ein paar maskierte Typen haben das. Müssen andere übernehmen. Ich habe die Kohlen am Hals. Hallo, Charlie. Hallo. Wie geht's denn, Junge? Naja, ein 100-Jähriger wird gefragt, wie er sich so fühlt. Er sagt's besser als die Alternative. Du warst ein feiner Kerl. Ein super Polizist. Gibt's eine Untersuchung? Muss ja sein. Bloß jetzt nachträglich Versäumnisse aufdecken zu wollen. Das wissen die am grünen Tisch da oben von der Front. Guten Tag. Guten Tag. Neue Dolmetscherin? Ja. Ist sie überprüft? War keine Zeit zu. War keine Zeit zu. Als ob wir nicht genug undichte Stellen hier haben. Nicht unterkriegen lassen. Ein paar maskierte Typen haben in Ithaka bei seinem Haus zusammengeschlagen. Ein Restaurantbesitzer. Nachbarn sind von der Schreierei wach geworden und haben die Polizei informiert. Aber nachher... Noch ein Fall? Nee, ist bei mir nicht mehr drin. Ist nicht drin. Das sagt der doch immer.
Ich möchte mal wissen, wer sowas einstellt. Ja, man darf so warten. Dabei. Die Nachbarn haben genau gesehen, wie die Kerle den festgehalten haben und verdroschen haben. Aber als er an die Streife hinkam, da hat die Frau ganz überrascht getan. Nein, wieso? Ihr Mann wäre hingefallen. Klingt nach Schutzgelderpressung. Unser Vorzeigekriminalist. Mhm. Du kannst mich mal, Hotte. Wer sollte denn vorher das Hotelzimmer durchsuchen? Hä? Woher kam da plötzlich die Waffe? Spuckt er immer noch so große Töne? Und sein Kollege betrachtet die Radieschen von unten. Hä? Was sagst du da? Hörst du schlecht? An deiner Stelle würde ich es mir nicht leisten, hier den großen Mann zu markieren. Ich will sagen, was ich mir leisten kann. Schmeißen! Du Mist! Ich schmeiß dich so aus! Los! Verdammt, der Mist! Verdammt, manipuliert deine Fresse, Leiter! Beruhig dich! Wenn die mich schon dran kriegen, warum nicht auch gleich noch wegen Körperverletzung? Lass mich los! Lass mich los! Charlie! Jetzt wieder, Junge. Warum bleibst du nicht zu Hause, Mensch? Hä? Ey! Warst du bei seiner Frau? Ja, vorhin. Irgendeine völlig aufgelöste Blondine flennte ihr gerade was vor, sie hätte Otto auch geliebt und so ein Scheiß. Ja. Ach du Schande. Was über den Komplizen von Lasky rausgefunden? Nicht zu erkennen auf dem Video. Was? Dauernd ist sein Gesicht vom Fensterbalken verdeckt. Dieses Seminar, Julian, wir müssen. Guten Morgen, Herr Obel. Für den existiere ich schon gar nicht mehr. Was ist los? Irgendwas ist doch im Busch. Blöder Fatzke. Wenn du gewollt hättest, Hotte, den machst du doch mit links fertig. Frage der Kinderstube. Aha. Der Schwule, über den ihr an Lasky rangekommen seid. Mimi, das Schmuckstück. Stimmt es, dass Otto ihn mit Drogen versorgt hat? Wer behauptet das? Hallo? Was ist denn los? Ach, ihr seid's. Ach, Kinder, na. Du weißt doch, wie es läuft. Du musst einen kennen, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt. Nur so kommst du an Informationen ran. Dabei kannst du dir nicht aussuchen, ob einer süchtig ist oder nicht. Wäre natürlich besser, wenn die Staatsanwaltschaft davon nichts erfährt. Hat sie schon. In Ottos Jackentasche wurden Reste von Hitch entdeckt. Oh, Scheiße. Es wird natürlich ein Riesenfass aufgemacht. Keine Aufklärung um jeden Preis. Waffengleichheit mit den Ganoven gibt es nicht. Naja, du weißt schon. Du hast doch so einen Mist nicht gemacht. Nein. Sicher? Ganz sicher. Bin ich suspendiert? Solange die Untersuchung läuft. Es gibt noch andere Fälle. Nein, es gibt nur diesen Fall. Nur diesen. Diesen einen Fall. Auf deine Art bist du auch süchtig.
Ich bin doch bei dir. Viel zu riskant. Wenn ich denken würde, das Risiko wäre zu groß, würde ich es nicht machen. Ich fordere das Schicksal doch nicht heraus. Finden Sie richtig, Krobecker? Ja, finde ich richtig. Soll ich mir von so einer Sauna das Auto vollkotzen lassen? Sie hätten den Kombi rufen können. Ach, noch zwei Mann einsetzen, um einen Suffkopf aufs Gebier zu bringen. Hey. Hier, das medizinische Gutachten, Krobecker. Sie sind nicht mehr diensttauglich. Nicht mehr diensttauglich? Topfit bin ich. Die Ärzte sind anderer Meinung. Wollen die mich abschieben? Zum Telefondienst oder zum Aktenschleppen oder was? Sie werden früh pensioniert. Sie sind draußen, Krobecker. Lieblingslied. Auf unseren Otto. Auf dass es ihm auf seiner Wolke gut geht. Wieder Kopfschmerzen? Hm. Uns haben sie die Wohnung gekündigt. Eigenbedarf. Zum Jahresende müssen wir raus. Jetzt findet man eine neue bei den Mieten. Die Conny setzt mir natürlich wieder zu, dass ich zu wenig verdiene. Die Conny soll nicht so geldgierig sein. Vielleicht ist sie von uns allen die einzig Vernünftige. Brauchen wir? Hm. Haben Sie schon von dem Krach heute im Amt erzählt? Kilian hat sich den Oberstaatsanwalt vorgeknüpft. Aber richtig so, dass man so in meinem Büros hören konnte. Sesselfurzer, die schon längst die innere Kündigung ausgesprochen haben, gibt's genug bei uns. Aber engagierte Polizisten wie dich. Bei der Weltmeistertruppe, die er da rumsitzen hätte, könnte er nicht länger auf dich verzichten. Und? Das Verfahren der Staatsanwaltschaft läuft natürlich weiter. Trotzdem, du gehörst wieder zur Truppe. Vor 3 Monaten gründet Herzog in der Schweiz über Strohleute die Turobanks. Die kauft die alte Bitterfelder Chemiefabrik von der Treuhand für 1 Mark. Und kassiert obendrein 11 Millionen Anschubfinanzierung. Alles unsere Steuergelder. Dafür verspricht sie bis 98 weitere 20 Millionen zu investieren. Und die Arbeitsplätze sogar aufzustocken. Die Treuhand ist happy. Alle sind happy. Dabei ist in Wahrheit die Beerdigung schon angesetzt. Obwohl die Leiche noch atmet. Keine Nüsse. Eine Allergie? Wenn ich Nüsse esse, dann kriege ich Flecken. Um noch liquider zu sein, verkauft die Turopax die Fabrikgrundstücke an Herzog Investments. Danach geht sie pleite. Ganz überraschend. Die Fabrik wird geschlossen. Die Arbeitsplätze sind futsch. Und Herzog sackt die wertvollen Grundstücke und die Deponie für ein Abel und Ei ein. Die Deponie. In Unrat kennt unser Freund sich aus.
Kollege Grobecker, hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Zufällig habe ich heute Abend nichts vor. Nicht mehr diensttauglich. Astrein ist der Bruch verheilt. Das war ein Motorradunfall. Normalerweise mache ich mit so einem Ding alles. Wie ein Indianer auf seinem Pony. Damals auf dem Sportes von der Polizei. Na schön, ich humble. Ich will aber auch keine Bademode auf dem Laufsteg vorführen. Ja? Warum glauben Sie, wollen Ihre Kollegen Sie loswerden? Weil ich sage, was ich denke. Hören Vorgesetzte nicht gern. Otto Normalverbraucher stellt sich doch vor, dass die Bullen Tag und Nacht wie die Jäger durchs Unterholz streifen. Ist nur leider nicht so. Die meisten unserer lieben Kollegen hocken noch von 8 bis 4 auf ihrem fetten Beamtenarsch. Da knallt sie ihre Schreibmaschine zu, Kugelschreiber auf den Tisch. Und wenn das große Verbrechen anfängt, haben sie Feierabend. Bei einer Katastrophenübung, neulich, im Präsidium, haben die 2 Minuten gebraucht, um das Gebäude zu räumen. Und wenn Feierabend ist, und da können Sie Gift draufnehmen. Keine 10 Sekunden, ist alles leer. Möglich, dass ich jemanden brauche, auf den ich mich unbedingt verlassen kann. Die Welt ist verdammt hart. Und manchmal scheint man Glück zu haben. Der Turopax ist gefeuert. Die brauchbaren Maschinen verfrachten wir nach Russland. So kriegen wir unsere Kosten wieder rein. Schneller. Passt doch. Ich glaube, er muss kratzen. Sensibel, der Junge. Den großen Bossen den Arsch aufreißen. Das wär's. Oh, genau meine Kragenweite. Wir brauchen Legenden, die überprüfbar sind. Klar, man kann nicht einfach auftauchen und sagen, hallo, hier bin ich, verkaufen Sie mal einen Sack Drogen. Logo, wir sind Profi. Sie sind verheiratet? Seit 14 Jahren. Intaktes Zuhause ist Voraussetzung. Sie werden anderen Frauen begegnen. Nichts dagegen. Wir suchen keine Abenteurer, verstanden? Mit der Ehe ist wie mit dem Militär. Alle schimpfen drüber, trotzdem gibt es eine Menge Freiwillige. Ich gehöre dazu. Kaufen Sie sich einen Anzug, was Sie halt als mein Chauffeur tragen würden. Ah, Chauffeur, verstehe. Leicht bescheuerter Bodyguard. Und bringen Sie mir die Rechnung, ja? Ein Anzug für Hochzeit und Beerdigung habe ich. Um Gottes Willen, keine Privatklamotten. Darin erkennt man einen Bullen normalerweise auf 100 Meter Abstand. Sie sind Profi. Die Grundausbildung dauert normalerweise 1 Jahr. Bei Ihnen müssen 4 Wochen genügen. Schaffe ich schon, keine Sorge. Sie werden mit mir zufrieden sein. Gackern Sie nicht, ehe die Eier gelegt sind, ja? Ach du Scheiße. Was ist denn? Schleppen gerade Ihr Auto ab. Hey!
Tür. Nicht mit mir. So laut. Da habt ihr euch aber in den Finger geschnitten. Nicht so. Na, da tut er noch, was er nicht lassen könnte. Veröffentlich doch die Fotos an uns, meinetwegen. Bist du der letzte Beamte gewesen? Ich lasse mich nicht erpressen. Können wir Ihnen irgendwie behilflich sein, Herr Trampe? Ja. Rechtsanwalt Meyer kennen Sie ja bereits. Ich kann Ihnen versichern, ich hatte keine Ahnung. Legen Sie sich nicht auf. Ich saß mit dem Jungen an der Bar, wir haben was getrunken, aber dann weiß ich nicht mehr. Schönen Abend. Als ich hier aufwachte, ich kann mich nicht erinnern, wie ich überhaupt hergekommen bin. Sie brauchen sich nicht zu erinnern. Plötzlich hörte ich das Klicken da hinter der Wand. Man hat Sie in eine Falle gelockt, aber Sie haben Glück gehabt. Zufälligerweise gehört Jan Herzog dieses Gebäude hier. Geben Sie mal einen Film her. Ich denke gar nicht dran. Wollen Sie mal, Moment mal. Jetzt mal schön leise, Freundchen, ja? Oder willst du, dass wir uns vor Gericht wiedersehen? Los, raus. Wenn Ihnen das woanders passiert wäre, könnten wir natürlich nichts machen, aber so. Ziehen Sie sich an. Herzog, gehört das hier? Er ist der Hauseigentümer. Er betreibt keine Bordelle. Und wieso sind Sie hier? Ach, rein zufällig. Unstimmigkeiten mit dem Mietvertrag, die geklärt werden mussten. Scheußliche Situation, ich weiß gar nicht. Sehr freundlich von Ihnen. Das ist eine selbstverständliche Gefälligkeit. Der hält den Mund, darauf kann er sich verlassen. Nichts ist vorgefallen. Nichts bleibt. Nur unsere Freundschaft. Sein Pferd angebunden. Ich bin zu spät, wie? Sorry. Um die Uhrzeit. Im Milieu ist es üblich, sich zu verspäten. Nie pünktlich sein wie ein preußischer Beamter. Diese Fransen? Das sind keine Fransen, das ist Lammfell. Wenn wir um 5 verabredet sind und Sie erscheinen um 5:05, weiß die Gegenseite sofort, das ist die Schmiere. Na prima, ich dachte schon, ich komme zu spät. Zu spät ist es genau 5:02. Nennen Sie das zu früh? Oh. Ist das eine Lütte? Wie Sie sich ausstaffiert haben. Moment mal. Erst soll ich mir was zum Anziehen kaufen. Jetzt geraten Sie total aus dem Häuschen. Diese Fransen. Das sind keine Fransen. Das ist Lammfell. Okay, okay, okay. Mein Geschmack ist nicht Ihr Geschmack. Kaufen wir halt was anderes. Kein Problem. Schon mal das Zitat gehört. Herr, verzeih ihm, denn er weiß nicht, was er sagt. Die Kosten muss ich nachher im Amt vertreten. Was denken Sie, was die mir erzählen? Junge, Junge, Sie machen so richtig Mut. Ich habe mich schon so darauf gefreut, weil ich dachte, heute legen wir endlich los. Schon ist die Stimmung im Eimer. Komm. Schach, reines Intelligenzspiel. Werden Sie nicht kennen. Soll ich mich jetzt vom nächsten Balkon stürzen? Oder? Warum? Bei 2 gebrochenen Beinen siegt vielleicht der Mitleid. Gucken Sie geradeaus. Ja. Wer von uns sitzt hinter Steuer? Sie. Seien Sie trotzdem vorsichtig. Ja. Super Schlitten, gefällt mir. Würde wohl jedem gefallen. Passen Sie auf, wohin Sie fahren. Und halten Sie die Hände am Steuer. Hören Sie mir überhaupt zu? Aber wem soll ich sonst zuhören? Ist noch jemand hier im Auto? Jetzt hätten Sie überholen können. Wäre noch gegangen. Treten Sie mir ins Jahr nicht aufs Rohr. Wenn ich etwas kann, ist das Auto fahren. Da macht mir keiner was vor. Außer bei mir überholen. Gehen Sie nicht verrückt. Gleich gibt's einen Unfall. Ein kleines bisschen Respekt verlange ich. Nur ein kleines bisschen. Schön, ich bin auch nur ein Mensch. Das muss ich erst noch erweisen. Lassen Sie den Schlüssel hier. Da. Jetzt nehmen Sie sich zusammen.
Gott, sind Sie ein Witzbold. Blödes Arschloch, aber ein fröhlicher Mensch. Okay, Schluss, aus! Ich bin nicht an Ihnen interessiert, haben Sie gehört? Sind Sie sicher? Absolut, ich bin nicht interessiert. Schon gut, machen Sie mal mit. Sagen Sie Ihrem Vorgesetzten, ich bin nicht interessiert. Basta, aus! Haben Sie verstanden? Ich bin nicht interessiert. King! King, was machst du denn hier? Arbeiten. Was, du arbeitest? Dann beweg dich bei der Arbeit, aber ein bisschen da liegen. King! Hey! Was ist? Auf! Na weiter, weiter, weiter! Weiter und weiter und weiter! Ah. Also ich, passen Sie mal auf. Ich brauche den Job. Wenn ich nichts zu tun habe, dann geben Sie mir noch eine Chance. Grobecker? Ja. Wenn du mal in Kalamitäten steckst, kannst du dich absolut auf ihn verlassen. Die Frage ist, ob ich überhaupt in Kalamitäten stecken würde, wenn er nicht dabei wäre. Hübsches Mädchen. Wenn man so einen Typen mag. Was für ein Typ ist sie denn? Typische Millionärsbiene, Freundin von Gillen hier. Ganz ausgekochter Bursche. Geschäftsführer von Herzog Investments und Besitzer einer eigenen Detektei. Moment mal. Über die Tussi wäre vielleicht an ihn ranzukommen. Und über ihn vielleicht an... Über eine unschuldige Dritte? Ist verboten. Ist verboten, klar. Und was nicht erlaubt ist, das machen wir auch nicht. Auf gar keinen Fall. Verhungert ihr schon? Ein Brötchen? Ja, danke, ich auch schon. War gut? War nicht gut. Doch, ganz gut. War nicht gut. Das war umwerfend. Super war das. Stopp. Schon falsch. Wenn Sie unterscheiden, immer nur der Anfangsbuchstabe. Dann überlegen, wer bin ich jetzt? Darum hat Ihr Tarnname dieselben Initialen wie Ihr wirklicher Name. Also. Nach dem Anfangsbuchstaben immer abbrechen, kurzes Nachdenken, mit welchem Namen unterschreibe ich jetzt. Kapiert? Doch, klar. Nie vergessen, wer Sie gerade sind, sonst sind Sie eines Tages tot. Das ist er. Zu knallig. Immer die Legende höher ansehen. Erlebt Sie es besser, klar. Nein. Sonst laufen Sie Gefahr, zu einer Straftat aufgefordert zu werden. Ein Kellner oder Pizzabäcker sagt man doch viel eher. Komm, hilf mir bei dem Einbruch. Sie sind Profi. Sie mich auch. Spießig genug? Oh. Oh. Ja. Reicht's noch nicht? Bring ich alles in den Knast. Einem, hinter dem ich mal ewig her war, ein Einbrecher. Als ich ihn dann endlich geschnappt hatte, was soll ich Ihnen sagen? Er war mir so vertraut. Monatelang hatte ich mich mit ihm ja beschäftigt. Ich mochte ihn richtig, den Typen. Ziemlich verdreht, finden Sie nicht? Er hat geklaut, na schön. Aber sonst, ganz solider Kerl. Übrigens, ich habe gehört, was mit Ihrem Partner passiert ist. Das tut mir leid. Warum kaufen wir sich die Typen, die es getan haben? Die schießen mit echten Kugeln, nicht ganz ungefährlich. Gefahr ist mein zweiter Vorname. Meiner Cäsar. K. Cäsar, hä? Wenn Sie das weitersagen, mache ich Sie alle. Na los, mal sehen, wer von uns beiden schneller ist. Ne? Hm. Da zieht sich schon, Herr Hauptkommissar, danke. Hm? Hm? Ihr Jackett hat Sie behindert. Darum nehme ich mir unten Bleigewichte rein.
Schön, dass Sie die Überlegenheit so gelassen hinnehmen. Ihre Frage, Bescheid, ich meine, erzählen Sie alles, was Sie beruflich so... Alles natürlich nicht. Ich hätte so viel Angst, dass Sie mich gar nicht aus dem Haus lassen würde. Hoffentlich wird da nicht geklaut. So sind wir bei der Polizei. Wenigstens heute wolltest du mal pünktlich sein. Der Verkehr hier raus war wieder mörderisch. Es ist natürlich alles kalt. Bitte, setzen Sie sich. Ich möchte jetzt wirklich nicht stören. Nein, Sie stören nicht, wirklich nicht. Bitte, nehmen Sie Platz. Es ist nur, heute ist unser Kennenlerntag. Ach, Ihr Hochzeitstag? Nein, der Kennenlerntag. Hey. Sag mal, kannst du mir da gelegentlich ein paar Bleikugeln reinnähen? Bleikugeln? Ja. Sei nicht wütend. Ich bin nicht wütend. Doch, bist du schon. Ich bin nicht wütend. Als ich zur Bereitschaftspolizei kam und später zur Kripo, das waren die stolzesten Tage in meinem Leben. Ja. Übrigens, ich heiße Charlie. King, Vorname von Kong. Hm. Wir mischen die Ganoven auf, WhatsApp. Straßen wird man nach uns benennen. King Boulevard, Heldstraße. Wieso kriegst du einen Boulevard und ich bloß eine Straße? Wogegen wir kämpfen. Das ist Herzogsreich. Hier hat er angefangen. Da drüben, als Türsteher, Ausschmeißer. Ein paar Jahre später gehört ihm die Kneipe. Er kauft immer mehr Immobilien. Bars, Bordelle, Spielclubs. Scheffelt ein Vermögen. Gerhard Ritzek, genannt Gonzo. Früher sein ganz persönlicher Leibwächter. Heute Sicherheitsexperte der Firma. Der Club gehört in Wahrheit Herzog. Da hält er sich fit. Und da bekommt seine Schlägertruppe wohl auch den letzten Schliff. Die Freundin ist Schlagersängerin. Michelle Berger, schon gehört? Ja. Always waiting for the bite. Nina. Ja. War früher mal sehr bekannt. Der Nachtclub gehört offiziell ihr. Finanziert wird er natürlich von Herzog. Daneben führt er ein intaktes Familienleben. Ein Sohn, Luther. Wenn er sich verletzt, kann er verbluten. Das Blut gerinnt nicht. Eine legale Fassade. Herzog Investments. Immobilien, Fabriken, Baufirmen. Eine davon baut die neue Umgehungsautobahn. Schicken Sie Mrs. Gertz die Blumen. Umweltauflagen ist unbedingt. Bis zu 50
Erdreich mit hochgiftigem Quecksilber versetzt. Hier, die letzte Analyse. Aber wie denn sonst? Wohin mit dem Dreck? Bei jeder neuen Deponie, da schreien doch gleich 20 Verbände, vom Vogelschutzverband bis zur Caritas. Zeta und Mordio. Wir haben nur in die alte DDR, das Zeugkarren geht inzwischen auch nicht mehr von oben. Von der Stadtverwaltung, da hören wir nur, der Bau muss laufen. In einem Jahr muss die neue Strecke eröffnet sein. Wir müssen. Unsere Bautrupps stehen in den Startlöchern, die wollen loslegen. Jeder Aufschub kostet Millionen. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Niemand konnte schließlich vorausahnen, dass ausgerechnet da, wo wir die neue Umgehungsautobahn planen, das Erdreich derart belastet ist. Aber natürlich war das vorauszuahnen, ich bitte Sie. Immer wieder haben meine Parteifreunde Sie haben doch richtig gewesen, dass er war. Ein Haufen Müll sucht einen riesigen Mülleimer. Vitamine. Ja, wir werden uns das durch den Kopf gehen lassen. Jetzt muss ich Sie bitten, mich zu entschuldigen. Punkt 12 ist Golf angesagt mit Ihrem Bürgermeister. Was meint er? Was du vorausgesagt hast. Da liegt eine Menge Geld in dem Geschäft. Größere Gewinnmöglichkeiten als in jedem anderen. Und verglichen mit Rauschgift ist das Risiko gleich null. Aber wir lassen uns von der Stadt schön bitten. Was ist mit diesem Typen vom Umweltreferat in Bitterfeld? Trampe. Ja. Alles geregelt. Der ist auf einmal ganz scharf auf Umweltverschmutzung. Jeder hat ein Laster, für das er arbeitet. Was über Lasky rausgekriegt? Sorry. Komplizen, mögliche Hintermänner. Mein Informant beim Finanzamt. Eine Verbindung zwischen Turopax und Herzog Investments ist nicht nachzuweisen. Jerry Goldstein aus Miami, eine der wichtigsten Figuren im internationalen Drogenhandel. Unser Polizeipräsident, guck dir das an. Und der Leiter vom Bauamt. Die ganze Stadt steckt mit dem unter einer Decke. Ich verlieb mich auf der Stelle. Komm. Siehst du die Blonde? Einen Tisch da drüben. Hübsches Luder. Gefällt sie dir? Ich flirte schon. Und? Nichts. Sie reagiert nicht? Sie steht nicht drauf. Na klar. Wieso? Sie hat Geschmack. Hey, was denkst du überhaupt über sie nach? Du kannst mal eine abschleppen, aber sie darf dir nicht im Kopf rumstören. Dafür hast du eine zu tolle Frau. Und sowas ist vorbei für uns. Vielleicht schaffen wir es, über Sie an ihn ranzukommen. Maybe.
sollte das hier Ihnen zu groß sein, hätte ich noch was Billigeres. Allerdings mehr außerhalb und auch die Einrichtung ist... Die Wohnung gefällt mir. Die Konditionen kennen Sie. 3 Monate mitten im Voraus plus 10.000 Kautionen und dann möchte der Vermieter, ich meine, die Wohnungseinrichtung ist ja sehr wertvoll und deshalb möchte er sicher halten. Kontoauszug? Also oh ja, ja, das genügt voll auf. Herr von Hellberg. Mit Kamin, versteht sich. Die Typen dürfen keine Luft mehr kriegen, wenn sie hier reinkommen. Also hier brauchst du ja eine Straßenkarte, um das Klo zu finden. Mit Whirlpool. Ja. Gesundheit. Gegen Benzin bin ich allergisch. Ich komme gleich. Schön, dass wir wieder ein Team sind. Darf er kein Duschgel reinmachen. Ein bisschen Obst, Bananen und Birnen. Und wenn es geht, heute noch. Thank you.
Erstmal findet raus, wer dahinter steckt. Ist der Sonne klar? Nicht auf der Hand. Ruhig, Gonzo, ruhig. Okay, okay, okay. Ich bin ganz ruhig. Ich will Namen. Beweise. Keine Vermutungen. Kaltenbach hat vorher seinen Leibwächter weggeschickt. Der Wirt wusste das dreckige Schein Bescheid. Ich stehe auf der Liste ganz oben. Warum knüpfen wir uns den Scheiß gar nicht gleich vor? Was dagegen, wenn wir ihn einfach von der Speisekarte streichen? Du tust, was ich sage, Gonzo, klar? Klar. Mein Verbindungsmann bei der Polizei behauptet, dass sie kurz vor einer Verhaftung stünden. Das bedeutet, dass die Bullen keine Ahnung haben. Wir fangen den Furz mit dem Schleppnetz. Dieses hinterhältige Stinktier hat was auf Italienisch gerufen. Aus dem Auto raus. Habe ich genau gehört. Vielleicht damit wir glauben, dass es Italiener waren. Schon möglich, dass der wirkliche Feind sein Gesicht noch gar nicht gezeigt hat. Shootout in the red light district. Hello, Mr. Garcia. Would you please follow me? Nie was von mir gekriegt. Weiß es? Von Otto auch nicht, ist das klar? Ich häng euch doch nichts an, Charlie. Kein Sterbenswörtchen kriegen die verdammten Schnüffel aus mir raus. Los, hau ab. Das ist wahr von mir. Der Eimer zu 2,40. Ich will Sie ja nicht belästigen, meine Damen. Dann lassen Sie es auch. Hey, wir sind echte Traummänner. Ihr wisst es bloß nicht. Du kannst es mit Fassung. Kein bequemer und ruhiger Zustand, sondern ein großes, ein wunderbares Abenteuer. There's a certain someone, a very special someone, in your heart of hearts. Also? Er will neue Transportwege organisieren für die Mohnernte aus Russland und der Türkei. Außerdem sucht er Tarnfirmen, um Geld zu waschen. Wir handeln mit Immobilien, nicht mit Drogen. Die Gewinnmöglichkeiten, die er in Aussicht stellt, sind immens. Das ganze Risiko liegt bei ihm. Was über die Schießerei herausgefunden? Nee. Den Komplizen Wolaski? Vermutest du da einen Zusammenhang? Behalte Goldstein im Auge. Jerry ist nicht der Mann, dem man ein Geschäft abschlägt und der das dann so ohne weiteres akzeptiert. Wenn du mich fragst, wir sollten ihm das Geschäft nicht abschlagen.
Sonnenbrille sehen Sie aus, als wären Sie beim Film. Habe ich nicht geschafft. Probeaufnahmen wurden gemacht. Aber dann haben Sie doch für das Pferd entschieden. Von Hellberg. Karl von Hellberg. Zeit. Nur wären wir im Ernstfall jetzt allein. Das Observierungsteam hast du abgehängt. Mögliche Verfolger garantiert auch. Hey Charlie. Ja? Ich bin froh, dass wir Partner sind. Ja. Bin ich auch. Bist du auch? Pass auf. Vielleicht kriegen wir nie, was wir wollen. Und nie, was wir erträumen. Du. Nie, was wir erträumen. Hauptsache, wir kriegen nie, was wir verdienen. Hauptsache, wir kriegen nie, was wir verdienen. Ja. Du bist ein Profi. Natürlich haben wir schon Feierabend. Na gut, kommen Sie rein, setzen Sie sich dahin. Danke. Es war gar nicht so leicht, Sie zu finden. Es gibt noch andere Friseure. Keinen, der mir so gut gefällt. Wird sie aber begeistert sein. Wer sie? Ihre Frau, ihre Freundin, was weiß ich. Darf ich Sie zum Essen einladen? Haben Sie ein bisschen Vertrauen? Sie reden wie mein Gebrauchtwagenhändler. Amen.
facciamo un brindisi per il compleanno. Jan Herzog. Stören wir, Signor Vincente? Ich bitte Sie, mein Töchterchen hatte Geburtstag. Ich möchte nur rasch die Torte anschneiden. Es geht natürlich vor. Er fährt dich zur Massage. Da kann ich doch allein hin. Die paar Schritte. Warum soll er dich nicht fahren? Wie du meinst, Papa. Er wird ihnen immer ähnlicher. Er ist nicht so robust wie ich, aber verdammt intelligent. Sie können stolz sein auf Ihren Sohn. Ja, aber man hat halt immer Sorgen. Solche philosophischen Wälzer. Und spielt sehr gut Klavier. Klassik. Oh, das ist aber lieb. Danke. Alles Gute zum Geburtstag. Grazie. Gott, ist die hübsch. Wird später mal allen Männern den Kopf verdrehen. Adesso vestiti. Vieni qua. Zu Ihnen, Signor Vincente, weil es wieder Ärger gegeben hat. Ich habe davon gehört, diese Schissfötigen. Ihr Bruder hat mich davon überzeugt, dass es besser wäre, unsere Interessen zu koordinieren. Aber auf einmal hält er sich nicht mehr an unsere Verabredung. Er lässt einen Bullen erschießen, einen verdeckten Ermittler. Damit hatte mein Bruder nichts zu tun. Vielleicht musste dieser Polizist sterben, weil er bestimmten Leuten Steine in den Weg gelegt hat. Aber so eine Geschichte zieht Ermittlungen nach sich. Überall schnüffelt die Polizei rum. In den Bars, Piepshows, in den Bordellen. Für das Geschäft ist das verheerend. Mein Bruder hatte nichts damit zu tun. Er hatte nichts damit zu tun? Was soll ich denn davon halten? Dass er die Kontrolle verloren hat? Das Hotel, in dem der Bulle erschossen wurde, gehört zu seinem Gebiet. Der Rauch verzogen. Gerade fangen die Dinge wieder an, sich etwas zu beruhigen. Und nun diese Schießerei in meiner Straße, vor meinem Lokal! Die Leute, die das getan haben, waren Italiener. Das waren nicht die Leute von meinem Bruder. Ich habe ihn an meinen Spielclubs beteiligt, weil Friede sein soll. Ich habe ihn am Müllgeschäft beteiligt. Das ist besser als Drogen. Jetzt erwarte ich von ihm, dass er mir hilft. Dass sich die Dinge wieder beruhigen. Denn nur dann machen wir Geld. Nur dann laufen unsere Geschäfte. Also, keine Anschläge mehr. Keine Gewalt. Niente sparatorie, niente violenza. Thank you.
Das war sehr schön, was du da gespielt hast, mein Junge. Und wir müssen das. Chopin. Guter Mann. Mario, che è successo? C'è stato un attentato. Chi può esserci sotto? Se sono Herzog, quell'ipocrita. È chiaro che questo non lo possiamo tollerare. Vince, non so Bill! Wo ist Charlie? Pass auf, dass der nicht zu viel unterwegs ist, du! Kam, hat einer von Vincentes Leuten mit der Schrotflinte durch die Tür geschossen. Er hat gedacht, ein Killerkommando wollte ihm an den Kragen. Noch ein paar von den Schnittchen? Danke sehr. Bei dem mit den Krabben kann ich nicht widerstehen. Wer hat das Lokal angezündet? Wer hat befohlen, Lasky kalt zu machen? Vincente, Herzog? Oder ein Dritter, der die beiden aufeinanderhetzen will. Laskis Komplizen müssen wir finden, und dann wissen wir mehr. Wollen Sie beide nicht noch ein bisschen hierbleiben und mitfeiern? Nein, leider, ich bin noch verabredet. Oh, und Sie, Herr Kilian? Meine Frau wartet bestimmt schon. Schade. Papa! Papa! Was ist denn? Was ist eine Lasterhöhle? Ein Bordell. Eine große Garage. Für ein Laster. Super Witz, was? Auf den Geil. Bienchen, wenn du jetzt mit den Witzen aufhörst, gehe ich mit dir ins Dschungelbuch. Nur der Zeichentrickfilm, auch noch jugendfrei. Hey Charlie, wann spielen wir wieder Fußball? Nächste Woche. Stimmt, gell? Sag mal, waren die beiden nicht mal miteinander verbandelt? Mhm. Und? Na, nichts und. Lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Ja, das alte Lied. Er hat es nicht geschafft, sich von seiner Frau zu trennen. Irgendwann hat er sie die Faxen dick und hat einen anderen geheiratet. Bis heute ist er, glaube ich, damit nicht klargekommen. Romantisch. Wirklich gehen. Ich sage Ihrer Frau noch Tschüss. Die Rechnungssteller heizt mir wieder ein Ding der Kosten. Super Party, Charlie. Finde ich auch. Wäre gut, wenn wir bald mal Fortschritte machen würden. Ich bemühe mich um den Termin bei Gil. In den oberen Etagen ist man wieder mal zu dem Schluss gekommen, dass die ganze Operation unsere finanzielle Kapazität übersteigt. Gewaltig sogar. Strafverfolgung kann sich doch nicht nur nach den Kosten richten. Tut sie aber. Immer mehr. Soll ich noch miterzählen? Nein. Bitte schön. Bring die Spaghetti schon hier raus. Ach,
Habt ihr mitbekommen, wie die Kettler Auto losgeworden ist? Was sie dafür haben wollte, hat keiner bezahlt. Da hat sie den Wagen für ganz wenig Geld an einen Freund in Prag verschabelt und ihn gleichzeitig hier bei der Versicherung als gestohlen gemeldet. Und sowas erzählt sie in aller Öffentlichkeit. Auch noch der Frau von einem Polizisten. Wiederschaut. Wiedersehen. Vielen Dank für die freundliche Bewirtung. Sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Wie kannst du so eine Geschichte im Beisein von meinen Vorgesetzten erzählen? Oh, mach das nochmal, fass mich nochmal so fest an, ich mag das. Ist dir klar, dass du dich strafbar machst, wenn du von so einer Sache weißt und nicht... Kannst du mal abschalten? Weißt du, manchmal bist du ein richtig behämmerter Bulle. Wo bleibt ihr? Die Spaghetti werden kalt. Und vergesst den Rotwein nicht. Die Spaghetti sind spitze. Nein, jetzt ist meine Stimmung im Eimer. Jetzt erreicht mit deinem ganzen animalischen Getue gar nichts mehr. Warum bin ich immer so leicht rumzukriegen? Hallo. Tag. Möchten Sie was trinken? Warum nicht? Bitte setzen Sie sich da. Schöne Wohnung. Gefällt sie Ihnen? Ja. Hattest du nicht noch diese Sache da? Was denn? Naja, du weißt doch, diese Sache, die du heute unbedingt erledigen wolltest. Was für eine Sache? Ach, die Sache. Naja, ach, die ja. Sache. Ach, die, klar. Schaff ich locker. Danach gehe ich noch ins Kino, okay? Das Gut meiner Eltern in Ostpreußen. Ein richtiges Schloss? Unser Hund. Leben Ihre Eltern noch? Nein. Tut mir leid. Mir auch. Ach, hier sehen Sie aber richtig nett drauf aus. Das bin ich bei der Jugendweihe. Nein, bitte nicht. Ich spiele gern. Ich reize. Ich mag es, wenn man mich anschaut, dann habe ich das Gefühl, dass ich lebe. Aber es bedeutet gar nichts. Vielleicht bin ich ein bisschen grell. Aber ich bin nicht so leicht zu haben. Sind Sie das Mädchen von Gail? Eifersüchtig?
vielleicht? Das ist gut. Was wollen Sie gehen eigentlich verkaufen? Haben Sie mit ihm gesprochen? Er erwartet Ihren Anruf. Danke. Bedeutet er Ihnen viel? Wer? Gail. Was willst du von mir? Ich kenne Lau. Du hast mich kennengelernt. Noch nicht richtig. Was heißt richtig? Im Bett? Alles Embargo-Sünder, die uns mit Hightech und anderen militärisch nutzbaren Gütern versorgt haben, die nicht in die DDR exportiert werden durften. Für das Risiko haben die Westfirmen kräftig überhöhte Preise berechnet und natürlich diese Lieferungen hier nicht versteuert. Und? Alleine deswegen könnte man heute einer Menge Leute eine Menge Ärger bereiten. Was wollen wir damit? Wir sind keine Erpresser, Herr von Hellberg. Wir kaufen Grundstücke, bebauen und vermieten sie. Jan Herzog ist einer der größten Immobilienbesitzer der Stadt. Die nützlichste Ware, die ich kenne, ist die Information. Und damit handeln Sie? Damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Eine Sekunde. Vorher? Was haben Sie vor der Wende gemacht? Koko, kommerzielle Koordinierung, Ost-Berlin, 2 Jahre Auslandsdienst. Wo? Mosambik. Wann? Ab Juni 87. Wer garantiert mir, dass es nicht erfunden ist? Da stehen nur Decknamen drin. Die realen Firmen und Personen werden nicht genannt. Kleiner Appetitanreger. Olaf ist Otto Ludwig Metzner, Mikroelektronik, Köln. Jetzt heißt es abwarten. Ich kann es gar nicht fassen.
Guten Abend. Du warst ja ewig nicht mehr hier. Ich dachte schon, für uns wärst du zu fein geworden. Der Typ, den du treffen willst, ist schon hier. Ist aber noch mit Carmen beschäftigt. Übrigens, hier, unsere Neuzugänge. Ich dachte mir, wenn ihr eh noch warten müsst. Na, wie gefällt euch die kleine Aufmerksamkeit des Hauses? Wir sind geschäftlich hier, Rudi. Es war gut gemeint, Jan. Wir möchten Ihre Bücher sehen, Herr Kaltenbach. Die Bücher? Ja, herzlich gern. Wieso? Ist was? Routineüberprüfung. Gehlen ist da, mit ein paar Typen. Die sitzen da hinten. Ich soll ihm sagen, wenn du eingetroffen bist. Dann sag sie. Gott, das große Wasser! Verrückten Typ hast du da. Sie alle weg. Weg. Oh, 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 oh. Guck dir mal die Knutscherei an. Wenn das keine Grippewelle gibt. Geld ist nicht alles. Aber ohne Geld ist alles nichts. Vielleicht kriegen wir nie, was wir wollen. Und nie, wovon wir träumen. Hauptsache, wir kriegen nie, was wir verdienen. Die Stasi war in Hauptabteilungen aufgeteilt. Richtig. Und über die Jahre haben die ihre Bezeichnungen geändert. Wieder richtig. Wieso ist denn Ihre Akte falsch bezeichnet? Hier, anstatt HA4 müsste da seit 1987 HA2 stehen. Müsste? Na schau. Da wurde also auch bei uns geschlampt. Spielt das eine Rolle? Mikroelektronik Köln schon unter die Lupe genommen? Leider sind uns die Bullen zuvorgekommen. Anklage wegen Steuerhinterziehung, wegen Verletzungen von Embargo-Bestimmungen. Also ist das Material von diesem von... Von Helbert? Scheint fast nicht. Warum will er verkaufen? Weil er Geld braucht. Würde doch mehr bei rausspringen, wenn er das Material selbst benutzt. Dazu fehlt ihm die Organisation. Oder der Mumm. Allein ist ihm die Sache zu heiß. Möglich. Wenn er uns mit reinnimmt, bringt er sich aus der Schusslinie. Lass ihn noch ein bisschen schmoren. Dann sinkt der Preis. Das Zeug könnte natürlich auch gefälscht sein. Wer würde sowas mit uns wagen? Niemand ist unverwundbar. Frau dreht durch. Komm, fahr nach Hause. Nimm ein Taxi, ich bleibe hier. Na, du kannst da unmöglich rein. Das ist jetzt wichtiger, Beruf oder Familie? Aber was überlegst du noch? Ob ich da drin eine Quittung verlangen kann. Muss sein, nicht sauer. Komm. Auf dich ist kein Verlass mehr. Jetzt machst du mal halblang, gell? Als der Auftrag für die Umgehungsautobahn vergeben ist, werden die da geholfen? Hm? Seither bist du für mich nicht mehr zu sprechen. In letzter Zeit hat es viel Ärger gegeben, das weißt du ja selbst. Schießerei, Brandanschläge. Ein verdeckter Ermittler ist tot, sein Mutter ist tot. Im Gefängnis einfach kalt gemacht. Du wirst mit all dem in Zusammenhang gebracht, Jan. Und im Augenblick entscheidet sich meine ganze Karriere. Du hast eine Menge Geld durch mich verdient. Mein Gott, ja. Aber ich habe mich da auch immer erkenntlich gezeigt, oder? Im Moment kann ich mir's nicht leisten, mit dir in Verbindung gebracht zu werden.
Nun spiel nicht gleich die Beleidigt-Leberwurst. Beim nächsten Wahlkampf will mich die Partei als Innenminister nominieren. Wie gefällt dir das? Hä? Innenminister? Ich kann dir noch viel nützlicher sein als bisher. Die Frage ist nur, kann ich dir denn auch noch trauen? Jan, wie lange kennen wir uns? 30 Jahre, 35 Jahre. Wenn wir uns einig sind, dann schaffe ich's. Der Tag, an dem du gewählt wirst. Das ist auch dein großer Tag. Mein Wort drauf. Der Tag, an dem Jan Herzog endgültig ganz offen ist. Na Otto, wieder ein Kaltstart heute früh? Bloß auf. Wir haben gerade noch so schöne Wochenendstimmung. Vergeht einem doch alles, wenn man denkt, dass Montag ist. Das ist so, wie ich es Ihnen sage. Das können Sie mir glauben. Belastetes Erdreich von der Umgehungsautobahn hier wird nach Bitterfeld transportiert, auf die Deponie der alten Chemiefabrik. Bitte. Da gibt es drei Haufen. Hier. Hochgiftiger Müll, Bauschutt, einfache Muttererde. Irgendwann, wenn keiner hinguckt, wird das alles kräftig durcheinander gemischt, damit der Schadstoffanteil sinkt. Und dann, bitte, wird das alles wieder nach Frankfurt zurückgekarrt. Zum Bau der Lärmschutzwand an der Umgehungsautobahn. Also das Zeug, das hier für teures Geld weggeschafft wird, das wird... Das landet wieder hier. Ist echt ein Witz. Ist aber so. Völlig überzogener Kostenaufwand, ich bitte Sie. Da wird mit dem Geld des Steuerzahlers nur so geaßt. Unser Mann muss sich in einem Milieu etablieren, wo die Spitzen der Unterwelt verkehren. Bis um 4 Uhr in der Früh? Das gibt doch wieder zusätzliche Überstunden. Auch noch am Wochenende. Haben Sie das gesehen? Ja. 1000 Mark für Kontaktperson. Darunter machen es die Damen nicht. Es gibt in solchen Etablissements auch Räume, in denen man einen Drink nehmen kann. Man muss nicht. Aus welchem Versandhaus beziehen Sie Ihre Kenntnisse? Aber jetzt haben wir Herzog doch. Ja. Erste Frage, sind wir überhaupt zuständig? Kilian? Hauptfrage bei der Polizei, musst du bemerken. Und dann, Umweltvergehen werden so niedrig bestraft, dass wir deswegen nicht mal einen verdeckten Ermittler einsetzen. Aber höchstens dieser Typ vom Umweltreferat Bitterfeld. Trump. Garantiert ist der eingeweiht. Dem könnte man vielleicht was nachweisen. Sind wir aber wieder nicht zuständig. Trotzdem. Gut gemacht. Übrigens, Jürgen... Wenn ihr euch künftig fürs öffentliche Wohl einsetzt, behaltet gefälligst die Hosen an. Soll ich diesem von Hellberg ein Angebot machen? Ja, warten wir mal. Ich würde kaufen, ehe uns ein anderer zuvorkommt. Wir warten noch. Okay. Mandy. Gehört auch zur Ausbildung. Ist ja widerlich. Soll ein Potenzfördern sein.
Ich kannte mal einen Typen, der hat 18 probiert. Und? 2 haben gewirkt. Warum lässt der Kerl nichts von sich hören? Herzog? Gott. Wir schaffen's nicht. Wir kommen nicht an den ran. Wahrscheinlich will Herzog nicht, dass Sohnemann Rad fährt. Für ein Bluter zu gefährlich. Etage. Gestern Morgen ist er zu MCM gefahren und ist gleich hoch zur Direktion. Gestern Nachmittag zu Lüdecke und Co. Und heute Morgen ist er raus zur Rustmeier KG. Der versucht, das Stasi-Material loszuschlagen, klar. So. Uno. Zwei. Drei. Scharf oder nicht so scharf? Mhm. Italienische Küche, wunderbar. Hoppala, hoppala. Ja, gut. Ja. Sorry, ich werde auf den Tisch legen. Blutis? Was? Dann muss ich ins Krankenhaus.
Los, Krankenhaus! Los, ab ins Krankenhaus! Los! Glück gehabt, nicht meine Prellung. Sie können ihn gleich wieder mitnehmen. Sind Sie sicher? Warum trage ich wohl den weißen Kittel? Glauben Sie vielleicht, ich bin Friseur? Oh. Tschüss! Danke, King. Herr von Hellberg. Danke. Deine Spesen? Meine? Für nebenher. Das dürfen wir auf keinen Fall überziehen. Ich heiße Jan Herzog. Sehr angenehm. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Bei Ihnen beiden. Ich bitte Sie. Wir waren zufällig zur Stelle. Ach, Sie sind der Vater von dem Sohn. Möchten Sie nicht hereinkommen? Es ist schon spät. Vielleicht ein andermal. Ich schulde Ihnen was. Denn ich hänge sehr an meinem Sohn. Und ich bin nicht der Typ, der sich vor Schulden drückt. Herr Herzog zieht es vor, dass andere Schulden bei ihm haben. Darf ich Sie zu einem kleinen Imbiss einladen? Sie beide? Würde mich freuen. Morgen Abend. 8 Uhr? Gerne. Redo ist eine Abkürzung wofür? Recherchen, Dokumentation. Bis morgen. Nochmal, pass auf, die Sache ist dringend. Der Chef braucht genaue Informationen über diesen von Hellberg, Vorname Karl. Viel genauere als bisher. Egal, was es kostet, eine lupenreine Überprüfung. Am besten bis gestern. Angel, don't go. Satan's wounds all loom large. Over creatures only madmen know. It's a Louisiana god dog nightmare. Agent, don't say his name. But they say he looks just like a rabid dog. And he walks upright like a man. Dans a pretty feu. C'est soir.